ich bin halt von Hannover mit dem Zug gefahren und da waren sogar viele aus der Hamburger Fanszene auch dabei und auch viele Engländer und ganz, wirklich Tausende von Soldaten, na Tausende nicht, aber Hunderte von Soldaten, die in Deutschland stationiert waren. Ne? Der Zug ist dann morgens in Hannover losgefahren, in Köln umsteigen und dann irgendwann sind wir da gegen frühen, also ich glaube, es war kurz vor Mittag, in Brüssel angekommen. Auf dem anderen Gleis kam dann nochmal der Sonderzug aus Turin an mit den ganzen Black and White Fighters, wie die alle hießen. Ne? Die ganze Horde von Juventus war auch schon mal ganz spannend. Und ich bin dann halt da zu dem Grand Plaza gegangen, dem Marktplatz, ne? Weil ich hatte noch keine Unterkunft. Und da waren halt Tausende von Liverpoolern, haben da gefeiert, gesoffen, ja, in den ganzen Getränkeläden Bier geklaut und der eine oder andere Schmuckladen musste auch mal ein paar ja, Schmuckstücke, wurde dann auch ja, englisch eingekauft. Also da war richtig was los. Und ich habe mir dann mal eine Unterkunft besorgt und die war natürlich ironischerweise im italienischen Viertel. Mhm. Da bin ich dann mit der Straßenbahn hingefahren, habe meine Tasche da abgegeben, wieder zurück auf diesen Grand Place und ich hatte zwei Karten. Einmal über einen der Freunde, den ich da in meinem Ort da kannte, der hatte mir aus Liverpool eine Karte besorgt und jetzt nicht lachen, ich hatte auch an den DFB geschrieben und zwar gab es ja für den neutralen Block Z, wo nachher dann die tödliche, ja, wo die Fans leider zu Tode kamen, für den konnte man sich, habe ich beim DFB eine Karte bezogen. Also habe da hingeschrieben, bin Liverpool-Fan, möchte zum Spiel, kann ich über sie Karten kaufen. Und die haben mir tatsächlich eine Karte zugeschickt. Echt, also muss ich natürlich bezahlen. Ehrlich, kein Witz. Ich hatte so eine für den Liverpool-Fanblock und eine für den neutralen Block Z. War ich dann so neugierig, was da so abgeht. Ne? Da waren auch schon ein paar Scharmützel vor dem Stadion. Also die Juve-Leute sind da mit Messern auf Liverpool drauf und dann hin und her. Und ich kannte natürlich gar nicht so viel in Liverpool, so gut wie gar keinen. Und bin einfach mit offenen Augen so rumgelaufen, mir alles so angeschaut, gedacht, na, so zwei Stunden vor Spiel gehst du mal rein. Aber es war unmöglich, in die Liverpooler Kurve reinzukommen. Da war so ein Chaos. Und da habe ich gedacht, gehst du mal in den neutralen Block. Ne? Und dann, das war voll easy. Dann bin ich da rein, mit vielen anderen Engländern auch. Und das war fast wie so ein Juventus-Fanblock, ne? Ohne Scheiß. Also ich weiß noch genau, was ich anhatte. Ne? Und ich hatte halt so ein, in England waren damals so diese, so wie Pudelmützen, Bobbleheads heißen. Ich hatte so halb Liverpool, halb Juventus. Das war total angesagt. Und den hatte ich da auf, bin also den Block da so rein und da wurde schon bespuckt und geschubst und so. Das war fast wie so ein Juve-Fanblock. Ne? Also vielleicht nicht die Hardcore-Ultras, aber da waren auch definitiv Leute dabei, die Plan hatten. Und dann hat man gesehen, dass ganz unten am Zaun, also das Stadion war echt in einem desolaten Zustand. Ne? Also man konnte die Wellenbrecher so drehen und also warum da ein Spiel stattfinden durfte, das weiß wirklich niemand. Zumindest hat man gesehen, dass man zu diesem kleinen Zaun, das war wie so ein Maschendraht unten, da konntest du hingehen und da war so ein, ja, so ein Durchgang. Da bin ich da durch mit ein paar anderen. Da sind wir noch eine ganze Zeit auf der Tatanbahn rumgelaufen. Da hat gerade so ein Jugendfußballspiel stattgefunden. Und dann wussten wir jetzt nicht, wo gehen wir jetzt hin. Und dann haben wir gesehen, dass auch in der Liverpooler Kurve, die war nur durch so einen ganz billigen Zaun, ne, von der neutralen Juventus-Kurve, sagen wir mal, abgezäunt. Da bin ich da durch und dann habe ich mich halt so ganz dicht an den Zaun gestellt, ne, und wollte mal so gucken. Und dann nach einer kurzen Zeit flogen dann aus dem Juventus-Block oder aus dem neutralen Block, aber es war nicht ein Juventus-Block, echt so, ne, so Steine und Bierdosen und alles Mögliche rüber. Und viele Engländer sind dann auch mit Kindern da, da war erst gar nichts. Die haben dann zu den Bullen gesagt, das waren alles Kinder, Jugendliche in meinem Alter. Also keine gestandenen Polizisten, sondern echt alles so Jungspunde, die hatten echt Schiss. Und der hat mal denen gesagt, hier, ey, hört mal, geht mal hin, sagt den Leuten mal, die sollen mal aufhören zu schmeißen. Und die haben sich dann halt nicht darum gekümmert, haben eher die Liverpooler wieder zurückgedrängt, ne, mit Schlagstöcken. Und dann haben sich halt immer mehr Leute auf der Liverpooler Seite halt da gesammelt. Man hat halt irgendwie gesehen, da läuft irgendwas. Und die, dann wurde es halt ein bisschen aggressiver, wurde am Zaun gerissen. Aber trotzdem sind die Bullen haben so gut wie gar nicht eingegriffen und irgendwann haben sich dann einfach verpisst. Also sind einfach weggegangen. Also einfach, ja, weg, waren weg. Und völlig krass, ohne Scheiß. Ne? Und dann kamen auch mal ein paar mehr wieder, ne? Also für ein paar Minuten. Aber in der Zeit hatten schon viele den Zaun so eingerissen. Und ja, dann hat sich das alles so hochgesteigert. Ne? Da war natürlich auch schon
ganz schöne Granaten auf der Liverpooler Seite dabei. Ne? In England war ja zu der Zeit auch wirklich, sag ich mal, die Gewalt schon ganz schön schlimm, muss man so sagen. Ne? Ich kannte zwar da keinen, aber man hat schon gesehen, dass da Leute auch wirklich jetzt wirklich wussten, worum, was da so abgeht. Und dann irgendwann ist der Zaun so ein bisschen eingerissen und die Polizisten sind dann auch quasi wieder ein bisschen weggelaufen und dann sind die Liverpooler in den Block reingestürmt und die Leute sind einfach weggelaufen. Klar, das war der Instinkt. Ne? Da waren vielleicht eine Handvoll oder ein paar hundert, die so vielleicht fantechnisch Ahnung hatten. Der Rest waren ganz normale, friedliche Zuschauer und die sind dann halt ja, in einer Panik in diese Ecke gerannt. Ne? Das habe ich jetzt nicht direkt gesehen, aber man hat wirklich es gab so ein Uambe-Rock oder wie so ein Knall, als wo die Mauer zusammengebrochen ist. Ne? Da läuft einem echt manchmal noch die Gänsehaut so über den Rücken, wenn man da so dran denkt. Und mittlerweile war auch die Mauern, das waren auch nur so Rehgipsplatten. Man konnte, also viele Leute haben einfach gegen diese Mauer getreten und konnten von außen ins Stadion rein. Da konntest du halt ohne Scheiß einfach so rein und raus laufen, wie man wollte. Und ich bin dann mal rausgegangen, habe mir das mal angeguckt. Ich wusste auch gar nicht, was da los ist. Und dann habe ich halt gesehen, dass neben dem Block da schon Leute so zugedeckt waren. Ne? Und da habe ich schon gedacht, nee, die können ja nicht gestorben sein. Und dann habe ich da so einen Sanitäter einmal gefragt und der hat dann gesagt, ja, wir sind schon über 20 Tote. Ne? Und und erst 18 und so richtig erfahren war man ja mit internationalem Fußball auch noch nicht. Da habe ich mich dann auch noch so in meinem gebrochenen Englisch mit so ein paar anderen Liverpool unterhalten und die haben gesagt, wir hauen jetzt hier ab, das ist hier zu blöd. Und dann bin ich noch einmal wieder ins Stadion rein und irgendwie war das alles nicht so mein Ding. Und dann bin ich dann mit der Straßenbahn mit ganz vielen wieder zurückgefahren. Ich bin in meine Pension gefahren und habe dann das Spiel quasi noch im Fernsehen geguckt. Ne? Also versucht dann zu Hause bei meinen Eltern anzurufen. Klar, da war ja so nichts mit Handy und bin dann erst morgens um 3 oder so durchgekommen. Meine Mutter völlig entsetzt, was ist denn da los? Ne? Und also es war schon Hammer. Also die Juventus-Leute sind ja auch noch aus ihrer Kurve nochmal ausgebrochen. Das habe ich noch alles miterlebt. Und auf den Liverpool-Block zu. Und die haben auch da am Zaun gerüttelt. Und wenn der Zaun da eingerissen wäre, dann hätten die aber auch wirklich ein Wunder erlebt auf dem Platz. Ne? Also da war schon echt eine Masse dabei, die in Liverpool, ich habe auch Jahre später jetzt erfahren, dass halt zu der Zeit Liverpool so den besten Mob so hatte. Ne? Ja, und der Hass ist vielleicht falsch, aber 84 hat Liverpool ja auch in Rom gespielt, gegen AS Rom, ne, in Rom im Olympiastadion auch gewonnen, auch nach Elfmeterschießen und da sind ganz viele Liverpool-Fans nach dem Spiel angegriffen worden, verletzt worden und da hat sich natürlich schon so ein bisschen auf Italiener der Hass aufgebaut, ne, aber es war sowieso immer schon italienische Vereine gegen englische Vereine, da musste man ja eigentlich schon fast damit rechnen, dass da eventuell Stress ist. Und in dem Winter, also ein paar Monate vor dem Spiel in Brüssel, hat Liverpool auch noch bei Juventus in dem Supercup gespielt. Ne? Weil Liverpool hatte ja damals den Pokal gewonnen, 84. Und ich glaube, Juventus muss dann den UEFA Cup gewonnen haben. Aber zumindest haben die bei Juventus so ein Supercup-Spiel gemacht im Schnee. Und da waren auch nur ganz wenig Liverpooler und die sind da auch angegriffen worden von den Juventus-Fans, ne, auch wirklich teilweise schwer verletzt worden. Und sowas hat sich natürlich in Liverpool alles rumgesprochen. Und da sind natürlich echt wirklich jeder, der laufen konnte, war da bei diesem Endspiel. Ne? Und am Anfang war das im Stadion gar nicht echt richtig. Außen herum war zwar ein bisschen was, aber dass das so schlimm enden würde, da hat, glaube ich, niemand mit gerechnet. Ne? Also, und du hattest während des Spiels dann wahrscheinlich auch richtig Angst dann, oder was halt während des Spiels, oder als wie das alles so abging, oder? Also ja, so Angst, das war so ein komisches Gefühl. Ne? Also wie geht man mit so einem Tod um? Ne? Also ich meine, ich kannte natürlich keinen von denen, klar, aber ich habe zwar gesehen, dass da jetzt Randale war und da kam ich auch gut mit zurecht, da hatte ich jetzt keine Angst, aber dass man halt, bin halt rausgegangen, war neugierig, wollte mal so gucken, ne, was da so los war. Und wie gesagt, da lagen wirklich ganz viele Leute. Also ich wusste gar nicht genau zu der Zeit, wie viele. Da standen ein paar Rettungswagen, alles voll Sanitäter. Und da lagen halt Leute auf dem Boden mit weißen Decken. Und so im Innerlich habe ich gedacht, oh nein. Ne? Und dann habe ich halt gefragt und mit so einem Sanitäter ein paar Minuten da so gesprochen. War schon immer kontaktfreudig so. Und der hat mir gesagt, ja, die sind alle tot. Ich so, wie, die sind alle tot, ne? Und irgendwie ist das so ein bisschen, ja, das war so wie so ein Schock, ne? So,
wie hier sind Leute gestorben. Also echt kein Witz, das kann man gar nicht so beschreiben. Ne? Und ich habe dann noch, bin dann noch mal wieder rein, habe es mal geguckt und irgendwie habe ich gedacht, nee, das ist jetzt, ich hau jetzt hier ab. Ne? Also ich kann ich alles gar nicht mehr so richtig beschreiben, aber warum ich dann jetzt da abgehauen bin, aber war mir halt irgendwie nicht geheuer. Ne? Und es war natürlich auch voll fies, weil ich habe ja noch in diesem italienischen Viertel gewohnt, ja, die Nacht. Und wir haben das Spiel dann noch geguckt im Fernsehen. Ne? Und am nächsten Morgen musste ich ja mit dem Zug wieder zurück nach Deutschland. Und da waren natürlich auch tausende von Soldaten wieder. Und die belgische Polizei hat natürlich wie bekloppt auf alle Leute reingeknüppelt. Ne? Und bis nach Köln war auch mit Polizei mit im Zug. Und das war schon eine ganz komische Atmosphäre irgendwie. Ne? Also, ja. Dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat, ist ja krass, ne? Also. Ja, gut, das. Also es waren, glaube ich, es gab ja so Gerüchte, wenn, die haben dann gesagt, wenn sie jetzt abpfeifen, ne, und, oder was abbrechen, dass noch mehr passiert. Aber ich habe zum Beispiel dann ich hatte ja dann zufällig bei diesem, am Nachmittag dann diesen Typen da kennengelernt, ne, der Molenbeek-Fan ist und der war noch Juventus-Fan, der war auch mein Alter. Weil seine Eltern hatten ja diese Pension, was so Zufälle es manchmal so gibt. Ne? Und der hat mir dann ein Jahr danach, glaube ich, auch nochmal Bilder geschickt, die also aus der Juventus-Kurve fotografiert wurden. Ne? Da war ja so ein, ich weiß nicht, ob du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern kannst, aber einer, ne, von denen, der auch bekannt war in Italien, der mit so einer Schreckschusspistole da im Stadion war und die, so ein Typ mit einem Leoparden, Hemden, den habe ich auch vor dem Spiel schon ein paar Mal gesehen. Ja, hinter der Tribüne war da einer, muss einer der Anführer gewesen sein. Die sind da ja mit Stangen noch rumgerannt und was natürlich noch ganz merkwürdig, oder was heißt merkwürdig? Ich habe dann ein paar Jahre später in Liverpool auch einen der Anführer von den Black White Fighters kennengelernt. Mit dem haben viele in Liverpool jetzt auch noch Kontakt. Ne? Und zwar hatte der mal zwei, drei Leute aus Liverpool ein paar Jahre früher kennengelernt, der war bei Celtic Glasgow, ist der gewesen, hat alleine getrennt und ist von da wieder zurückgetrennt und hat dann aus der Liverpooler Szene kennengelernt. Es gibt so einen berühmten Autor, Kevin Sampson, der hat auch diesen Film Evades produziert, beziehungsweise das Buch geschrieben und der hat ja war Manager von The Farm, ne? Und sein Bruder und Kevin sind halt mit diesem Mauro, das ist einer der ehemaligen Anführer von den Black and White Fighters, befreundet und der ist auch jahrelang immer zu Weihnachten nach Liverpool gekommen. Ne? Nach Brüssel war so eine Abordnung von Juventus Ultras auch in Liverpool sogar. Ne? Das wurde von den Städten so organisiert. Da war der Peter Hutton von The Farm mit dabei, der war auch Jugendarbeiter und da sind halt Jugendliche aus Italien kurz danach nach Liverpool gekommen und haben auf so einer Fähre auf dem Mersey so eine feuchtfröhliche Party gefeiert. Also kein Witz jetzt. Ne? Also da waren schon so eine Art Wiedergutmachung oder zumindest hat man versucht, Kontakte zu knüpfen und es waren schon teilweise auch Juventus-Leute im Kopf. Ne? Das würde man gar nicht glauben, obwohl da eigentlich der totale Hass ist. Ne? Aber es gibt auch noch Beziehungen dahin. Ne? Also zumindest zu einigen. Ne? Ich habe den, wie gesagt, auch schon ein paar Mal kennengelernt. Das ist echt ein total netter Typ, der war zum Beispiel auch mit, wo Liverpool bei Inter Mailand gespielt hat, in der Champions League, da war er mit uns da und und wo wir dann in Turin gespielt haben, 2005, da haben sich mit denen auch noch einige vorher kurz getroffen, ich aber nicht, aber ein paar andere auch. Also da gibt es schon ein paar lose Kontakte, selbst nachdem, ne? Aber die Leute in Turin sind natürlich auf Liverpool verhasst, kann man sich natürlich auch irgendwie denken. Ne? Also, ja, klar. Klar. Würde mir vielleicht genauso gehen. Obwohl man, wenn man ehrlich ist, es hätte ja jeder englische Verein sein können. Ne? Also die Everton-Leute, die sind natürlich da teilweise so ein bisschen so, ja, ihr habt uns da, ihr habt alles versaut, ne? Und ihr habt da Leute umgebracht. Und Everton hatte ja in Rotterdam, ne, gegen Rapid Wien den Pokalsieger Cup da gewonnen, ne? Den Pokal der Pokalsieger. Und da war halt alles friedlich. Die haben halt alle Mariana geraucht und mit den Bullen da, ne, Fußball gespielt und wenn die in Brüssel gewesen wären gegen Juventus, bin ich mir 1000%ig sicher, oder United oder einer der anderen größeren Vereine, wäre das genauso gewesen. Ne? Das war jetzt nicht spezifisch Liverpool halt. Ne? Ja.
Das war so mein erstes Spiel, ja. Es war ja mein richtiges erstes Spiel, ne? Also, aber so richtig gesehen habe ich das Spiel eigentlich ja auch nicht, weil ich habe das ja gar nicht, ich war zwar in Brüssel, habe es aber dann im Fernsehen geguckt.